ich mach die Auflagen gemacht. Einen wunderschönen guten Abend, Mannheim! Ich darf euch herzlich zu diesem Montagsumzug begrüßen. Schön, schön, schön. Oh, in Minibus. Zunächst zu den Auflagen. Ihr wisst ja, wir haben die schlimmste Pandemie aller Zeiten. Menschen liegen scharenweise tot in der Straße. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir die Auflagen natürlich einhalten. Auf dem Aufzug, jeder weiß, das Virus ist wesentlich gefährlicher in dem Moment, wenn man läuft. Und deshalb gilt beim Laufen die Maskenpflicht. Und beim Laufen gilt auch die Abstandspflicht. Hier stationär auf der Start- und Schlusskundgebung gilt für die Teilnehmer keine Maskenpflicht. Das haben wir bei der Stadt Mannheim erwirken können, beim Laufen leider nicht. Bitte haltet euch an die Auflage. Wir leben immer noch in seltsamen Zeiten. Wir haben Maßnahmen in diesem Land erlebt seit 2 Jahren. Und die Regierung verweigert sich, eine Bilanz zu ziehen. Die Regierung verweigert sich, eine Kosten-Nutzen-Analyse, was die Gesundheit der Bevölkerung angeht, aufzustellen. Was macht die Regierung? Die Regierung behauptet, dass die Maßnahmen, die sie erlassen hat, in ihrer Summe irgendwie ja doch wirken, obwohl bekannt ist, dass die Maßnahmen im Einzelnen nicht wirken. Das hat die Johns Hopkins University wieder im Februar 2022 publiziert, dass die Maßnahmen allerhöchstens 0,3% der Tote aussparen können. Aber es wird keinerlei Bilanz darüber aufgestellt, was die Maßnahmen an Toten gekostet haben, was die Maßnahmen an Lebenserwartung bei Kindern reduziert haben. Das interessiert die Regierung nicht. Denn es geht hier nicht um die Gesundheit der Bevölkerung. Nein, es geht darum, unsere Gesellschaft zu transformieren, zu mehr Obrigkeitshörigkeit, zu mehr Autoritarismus. Und dagegen gehen wir hier auf die Straße. Wir erleben gleichzeitig, wie jetzt die Regierenden nicht davor zurückschrecken, einen ethnischen Konflikt in der Ukraine und in Russland dafür zu missbrauchen, um von dem Fortbestehen ihrer sinnlosen Maßnahmen abzulenken. Wir erleben dabei die absolute Heuchelei, wenn man sich darüber aufregt, dass in Russland keine Pressefreiheit herrscht, was stimmt, aber gleichzeitig die russischen Sender in Europa ohne jegliche rechtliche Grundlage verbietet und zensiert. Hier sieht man, dass es darum geht, Feindbilder zu schaffen. Das, was wir in der Corona-Pandemie gesehen haben, Ungeimpfte dafür verantwortlich zu machen, an dem Pandemiegeschehen und nicht etwa den wenig wirkungsvollen Impfstoff, das wird jetzt fortgesetzt. Es werden weiterhin Feindbilder geschaffen. Der böse, böse Russe. Dieses System, was wir hier erleben, dass man einfach immer weiter Menschen ausgrenzt, Menschen diskreditiert. Jetzt, vorher haben kritische Menschen, die Maßnahmen kritisiert haben, ihre Berufe verloren. Jetzt verlieren Menschen aufgrund ihrer Abstammung ihre Berufe. Das ist gegen die Werte dieser Republik. Und wir verteidigen diese Republik. Auf den regierungstreuen Demos, zum Beispiel gestern in Karlsruhe, wo der Herr Habert, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, nebenberuflich auch Sargnagel dieser Republik, wo dieser Mann gesagt hat, unsere Demokratie müssen wir in der Ukraine verteidigen. Es wird hier also ein Framing aufgemacht, es wird unterstellt, dass das, was in Russland und der Ukraine passiert, dass das ein Angriff auf unsere westliche Demokratie wäre. Nein, der Angriff auf unsere westliche Demokratie kommt aus dem Inneren. Er kommt von SPD, Grüne, CDU, Jawohl. Linke und FDP. Jawohl.
Der Krieg in der Ukraine ist zu verurteilen, die Aggression Russlands ist zu verurteilen, aber auch der Krieg, der schon seit 2014 geht, gegen die russische Mehrheit im Osten der Ukraine, ist genauso zu verurteilen. Krieg ist keine Lösung. Wir müssen Verhandlungen an Verhandlungstisch zurückkehren in dieser Hinsicht. Aber genauso müssen wir uns eben um unsere eigene Demokratie kümmern. Im Inland verteidigen wir unsere Demokratie in Deutschland und seien wir nicht und folgen wir nicht der Arroganz, dass am deutschen Geiste die Welt genesen müsste. Nein, unsere Demokratie verteidigen wir in Deutschland. Und in diesem Sinne darf ich jetzt die erste Rednerin ankündigen. Sie ist Mitglied im Verein Kritische Richter und Staatsanwälte und wird hier jetzt über die drohende allgemeine Impfpflicht reden. Großen Applaus für Karin Haag! Ja, angesichts der Ereignisse in der Ukraine fragen sich vielleicht einige, ob sie weiterhin gegen die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Infektionsgeschehens demonstrieren wollen. So wichtig es ist, ein Zeichen für den Frieden zu setzen und dies öffentlich zu machen, so wichtig ist es zu zeigen, dass Voraussetzungen für ein friedliches Zusammenleben in Deutschland der respektvolle Umgang miteinander ist, zu der in erster Linie die Beendigung der Spaltung innerhalb der Gesellschaft zählt, die sich derzeit häufig zwischen Geimpften und Ungeimpften vollzieht. Doch wie kam es zu der Spaltung? Spätestens seit dem Herbst des Jahres 2021 wird denjenigen, die sich nicht impfen lassen wollten, die Schuld daran gegeben, dass die Pandemie nicht endet, dass sich Geimpfte und Geboosterte weiter infizieren. Mit anderen Worten, die Ungeimpften sind schuld, dass den Geimpften die Impfung nicht hilft. So sprachen Jens Spahn, Markus Söder und Bodo Ramelow am 3. bzw. 5.11.21 von der Pandemie der Ungeimpften. Und der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann meinte auf einem digitalen Landesparteitag der Grünen in Heidenheim Anfang Dezember 2021 sogar, dass das Impfen der Moses sei, der uns aus der Lage herausführt. Zur ungefähr gleichen Zeit stellte der Bonner Virologe Hendrik Streeck jedoch fest, dass, auch wenn es am Anfang vielleicht so ausgesehen habe, der Begriff Pandemie der Ungeimpften nie richtig gewesen und alle Menschen Teil dieser Pandemie seien. Ähnlich äußerte sich Christian Drosten, der Chefvirologe der Charité, am 11. November 2021 in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Die Zeit. Er sagte: Wir haben keine Pandemie der Ungeimpften, wir haben eine Pandemie. Mittlerweile wissen alle, dass auch Geimpfte einen Teil am Pandemiegeschehen haben. Die Rhein-Neckar-Zeitung hatte in der Ausgabe vom 16.11.21 ein Interview mit Professor Dr. Kekulé veröffentlicht, in dem der Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie an der Universität Halle davon sprach, dass das zentrale Argument für ein 2G-Konzept gewesen sei, dass Geimpfte keinen relevanten Beitrag zum Infektionsgeschehen leisten würden und diese Annahme von Anfang an falsch gewesen sei. Mittlerweile steht fest, dass Impfdurchbrüche bei 2G-Partys auf Kreuzfahrtschiffen, im Profisport und in Alten- und Pflegeheimen, bei denen die 2G-Regelung gilt, nicht die Ausnahme, sondern die Regel ist. Anstatt sich wutentbrannt auf Ungeimpfte zu stürzen, täten Pandemieüberdrüssige besser daran, ihren Ärger auf Politiker zu fokussieren, die es rund 2 Jahre nach Beginn des Corona-Infektionsgeschehens immer noch nicht geschafft haben, für ordentliche Daten zu sorgen, um ein zielgerichtetes Corona-Krisenmanagement zu ermöglichen. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, DIVI,
hatte bis Ende 2020 keine Zahlen zum Impfstatus der Intensivpatienten in Deutschland veröffentlicht. Auch sollte sich der Ärger gegen die Politiker richten, die bei der schrittweisen Reduktion von Intensivbetten tatenlos zugesehen haben. Unter Berufung auf das Ärzteblatt berichtete der Münchner Merkur am 28.12.21, dass Ende 2021 noch 9.000 Betten in deutschen Kliniken vorhanden gewesen seien, die eine invasive Beatmung möglich machten, und dass es im März 2021, also ein Dreivierteljahr vorher, noch 12.000 gewesen seien. Der Merkur verwies darauf, dass der wissenschaftliche Leiter des DIVI-Intensivregisters als Grund dafür den Mangel an Fachpflegekräften auf Intensivstationen genannt hatte. Und genau in dieser Situation werden Gesetze erlassen, die es ermöglichen, weitere Pflegekräfte zu entlassen, nur weil sie nicht geimpft sind. Und das in Kenntnis des Umstandes, dass auch geimpfte Pflegekräfte die vulnerablen Patienten anstecken können und, mangels Daten, in Unkenntnis davon, ob mit der Weiterbeschäftigung Ungeimpfter in der Pflege ein maßgeblicher Anteil von Menschenleben aufs Spiel gesetzt werden würde. Wenn weder die doppelte noch die dreifache Impfung die Übertragung des Virus unterbricht, müsste sich die Überzeugung bahnbrechen, dass die an den Impfstatus gebundene Ausgrenzung keinen Sinn ergibt. Vor diesem Hintergrund ist es zur Überwindung der Spaltung in der Gesellschaft erforderlich, die massiven Einschränkungen der Grundrechte, vor allem für Ungeimpfte, aufzuheben, die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht umzusetzen und sich gegen die allgemeine Impfpflicht auszusprechen. Rund 240 Abgeordnete des Deutschen Bundestages wollen, dass ab Oktober alle Volljährigen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland über einen geimpft oder genesenen Nachweis verfügen. Der Deutsche Bundestag wird sich schon am 17. März 2022 mit verschiedenen parlamentarischen Initiativen zur Impfpflicht, darunter einem interfraktionellen Gesetzesentwurf zur Aufklärung, Beratung und Impfung aller Volljährigen gegen SARS-CoV-2 befassen. Der Abstimmung zum Ablauf der Gültigkeitsdauer, der Bestimmungen zum Ablauf der Gültigkeitsdauer des Impfausweises enthält. Die Abstimmung über den Gesetzesentwurf soll dann Anfang April 2022 erfolgen. Das Gesetz würde die Bundesregierung ermächtigen, sowohl die Anzahl der erforderlichen Impfungen als auch die Impfintervalle durch Rechtsverordnungen zu ändern. Es besteht wenig Zweifel, dass das Gesetzesvorhaben auf ein Zwangsabonnement für halb- oder vierteljährliches Nachimpfen abzielt. Und die Umsetzung dieses Gesetzesvorhabens, über das im Schatten des Ukraine-Krieges abgestimmt werden soll, das wollen wir verhindern. Und deswegen müssen wir weiter auf die Straße gehen. Wir müssen weiter demonstrieren, auch wenn tatsächlich dieser Ukraine-Konflikt existiert. Abschließen möchte ich, auch im Hinblick auf diesen Krieg, mit einem Zitat des Philosophen Karl Jaspers: Friede ist nur durch Freiheit, Freiheit nur durch Wahrheit möglich.